In Linz lebten seit Mitte des 13. Jahrhunderts Juden integriert im Gebiet des heutigen Altstadtviertels. Da die jüdische Gemeinde im Laufe der Zeit kontinuierlich wuchs, baute man eine Synagoge. Die alte Synagoge von Linz wurde im klassizistischen Stil erbaut und am 16. Mai 1877 in der Linzer Bethlehemstraße 26 eingeweiht. In der Pogromnacht vom 10. November 1938 wurde sie, wie andere jüdische Einrichtungen, infolge der Brandlegung durch Nationalsozialisten zerstört. In Linz kam es zu systematischen Misshandlungen und Einschüchterungen der jüdischen Bevölkerung durch Gruppen von SA- und SS-Männern. Die Synagoge wurde in Brand gesteckt und die anrückende Feuerwehr verhinderte lediglich das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude. Heute ist die Linzer Synagoge der Treffpunkt für die kleine Gruppe der israelitischen Kultusgemeinde. Wenn man nicht Bescheid weiß, übersieht man den Eingang von der Straße zum Grundstück der Synagoge leicht. Denn das neue Gebäude ist im Vergleich zu seinem Vorgänger dezenter und kleiner. Sie ist der einzige jüdische Tempel in Oberösterreich und wurde am 2. April 1968 eingeweiht. Um die 50 Mitglieder gibt es heute nur noch. Zum Vergleich, im Jahre 1938 wurden etwa 670 Personen gezählt. Die Jüdinnen und Juden versammeln sich hier zum gemeinsamen Gebet. Das neue Gotteshaus gilt als Ort der Versammlung und der inneren Sammlung. Sie treffen sich aber auch, um die Feste im jüdischen Jahreskreis gemeinsam zu feiern. Damals wie heute gilt, lasst uns nicht vergessen.